Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rubrik Überbewertete Autoren. Wir haben ja aktuell die christliche Weihnachts-Jesus-Woche und deswegen gibt es diese Woche auch nur Literatur mit christlichem Hintergrund. Und deswegen muss ich heute vorstellen, eine Reihe, einen Autoren, den ich als sehr überbewertet und gleichzeitig als unterschätzt empfinde. Wieso das? Dazu kommen wir gleich, nämlich Karl May. Fangen wir mal damit an, warum ich finde, dass Karl May heutzutage unterschätzt ist, wenn man ihn so ein bisschen belächelt mit seinem Haha-Winnetou-Kram. Weil wir wollen ja mit Krawall und Remi Demi enden und damit enden, warum er überbewertet ist. Man kann nämlich beides sein. Also, unterschätzt finde ich tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, in welcher Zeit er gelebt hat und wie er gearbeitet hat, aus welchen Verhältnissen er stammt und so weiter und so fort. Er hat um sich selbst eine Legende geschaffen, einen Mythos. Er hat erzählt, dass er so und so viele Indianer-Dialekte, ich weiß, es ist nicht der korrekte Terminus, allerdings war das das, was er ihm selber gesagt hat in der Zeit, so, dass er die halt alles spricht und dass er selber als Old Shatterhand die Abenteuer erlebt hat. Er hat eine Legende um sich erschaffen. Mit 5 Jahren wäre er fast blind geworden, aber jetzt hat er all diese Bücher geschrieben und hat sich so inszeniert und die Leute haben ihm geglaubt. Als rauskam, dass er gar nicht so viele dialektisch versteht, spricht, wie auch immer, weil er mit amerikanischen Einwohnern jetzt gar nicht so viel am Hut hat und das nicht so ganz der Wahrheit entspricht, war der Aufschrei groß. Er wurde dafür ein bisschen gehasst. Es gab einen Shitstorm, wie man in modernen Zeiten sagen würde. Und das ist eine unfassbare Idee, finde ich schon mal, wie man sich so inszenieren kann, dass das auch noch funktioniert. Dazu kommt, er hat ja keinen Zugang gehabt zu Google und einer eigenen Bibliothek. Das heißt, als er im Gefängnis war, meines Wissens nach, die übernehmen keine Garantie, entgegen des Mythos, dass er im Gefängnis geschrieben hätte, meine ich, dass er im Gefängnis nicht ein Wort geschrieben hat, sondern gelesen hat, weil er sonst ja keinen Zugang gehabt hätte zu all den Büchern. Und er hat so sauber recherchiert. Wenn man sich das durchliest, also er hat wirklich aus diesen Reiseratgebern, Reiseführern, wie auch immer, er hat so unfassbar recherchiert, das ist punktgenau. Unfassbare Leistung. Er hat in all seinen Werken, die aus sehr vielen Seiten mit sehr vielen Zeichen bestehen, nicht so viele Logikfehler gemacht in sich. Das ist sehr geschlossen, die Charaktere sind sehr geschlossen. Da sind heutzutage Produktionen, bei denen sehr viele Menschen daran arbeiten, dass es keine Logikfehler gibt, irgendwie in einem Anschluss von einer Szene zur anderen, sind mehr Lücken drin als in den Werken von Karl May. Dazu hatte Karl May durchaus progressive Charaktere. Wenn ich progressiv sage, meine ich sowas wie, der schwarze Mann, der mit uns reist, ist auch ein Mensch und soll auch nicht verdursten, ich gebe ihm mal Wasser. Ja, anderer Sprachgebrauch, der auch im Buch benutzt wurde, aber wenn man nicht eine Frau war, weil Winnetou sagte ja selbst, es ist elendiges Weibsvolk, das soll die Klappe halten, keiner muss mit Frauen reden, die sind liederlich. Die eine Liebesgeschichte, die er mal hatte, hat an den Lagerfeuern zu großen Rätseln und Mysterien und Träumen der Damenwelt geführt oder so ähnlich. Also Winnetou und Frauen ist kein gutes Thema. Grundsätzlich sind Asiaten kein gutes Thema. Ich meine, es sind eh alles nur Chinesen und alle Chinesen sind kein gutes Thema in Karl May. Sind nämlich Verbrecher. So, also bis auf diese Kleinigkeiten war es ja wirklich recht progressiv. Allein die Tatsache, dass wir hier einen Native American haben und einen netten Mann aus Radebeul, die allerbeste Freunde werden. Also finde ich, darf man nicht aberkennen, die Leistung ist da. Jetzt kommen wir zu dem Moment und dem Überbewerteten. Der Moment ist der, dass ja Hitler irgendwie sagt, es sagte, dass Hitler ja irgendwie sagte, es seien mit seine Lieblingsbücher. Und ich selber habe auch ganz lange gedacht, es seien meine Lieblingsbücher. So die ersten 16 Jahre meines Lebens oder so. Und ich habe es dann nochmal, nachdem ich erfahren habe, dass Hitler eben sagte, boah, Karl May ist super, habe ich das nochmal gelesen. Mit Hinblick auf, was hat Hitler denn bitte da gelesen, was ich nicht gelesen habe. Für mich ist das eine Geschichte von Leuten, die sich lieb haben, weil sie die gleichen Werte teilen. Es gibt ganz viele Szenen. Ganz viele Szenen. Da geht es darum, dass Old Shatterhand sagt. Und Old Shatterhand ist ja in Wirklichkeit Karl May, weil er ja seine eigenen Abenteuer runtergeschrieben hat.
So. Also es gibt ganz viele Szenen, in denen Karl May sagt, sie gaben vor, Deutsche zu sein. Aber sie waren gar keine Deutsche. Und damit konnten sie nur unehrenhaft sein oder so ähnlich. Und der Kern, den alle vereinen, sie haben Jesus Christus gefunden. Die kompletten Winnetou-Bücher bestehen nur aus Missionieren. Die ganzen Sachen, die im Wilden Westen spielen, haben das Setting, dass in der Regel ein weißer Mann irgendwann mal den netten Indianern, und es tut mir wirklich leid, es sind Indianer, es sind nicht Native Americans. Winnetou, wenn der Franzose mit seiner Klamotte durch irgendwie Jugoslawien reitet, es hat mit Native American nichts zu tun. Ich bin die Erste, die im Sprachgebrauch korrekt geht. Nur fände ich das total degradierend, an der Stelle irgendwas von einem Native American zu erzählen, weil das hat damit halt nichts zu tun. Die Apachen waren die friedlichsten Indianer aller Zeiten. Schwierig, wenn man sich halt mal mit beschäftigt, mit wirklich der amerikanischen Geschichte, die vor der Geschichte, die sie uns verkaufen wollen, als Geschichte des mächtigsten Landes der Welt. Ist egal. Also wenn man sich damit mal beschäftigt, oder auch mit den Ureinwohnern Kanadas, was ja mehr oder weniger die gleichen Leute sind. Also es hat damit nichts zu tun. Nichts zu tun. Also dieses, lassen wir das. Jedenfalls kommt halt immer ein weißer Mensch, der irgendwie sagt, hier, es gibt einen großen Gott und den Gott, an den glauben wir jetzt. Und Winnetou stirbt ja auch in den Büchern tatsächlich mit den Worten, Winnetou stirbt als Christ. Es gibt einen weißen Mann aus Deutschland, der nicht an Gott glaubt in den Büchern. Und der leidet elendig im Tod. Und Old Shatterhand will die ganze Zeit ihn noch irgendwie dazu bekommen, dass er sich doch noch abwendet von seinem düsteren Irgendwas und sich Gott zuwendet. Und es ist sehr, sehr von oben herab. Also Old Shatterhand weiß für alle Menschen, wie die Welt funktioniert. Das Ganze macht er immer im Rahmen von, ich bin von Gott geleitet. Er erachtet es wirklich als Dienst am Menschen, dass er so ein Indianerhäuptling nicht tötet, sondern ihm beide Kniescheiben zerballert, weil ja zwei zerballerte Kniescheiben als Häuptling, der auf Pferden reitet und Leute befehligen soll, eine wahnsinnig tolle Sache sind. Also Old Shatterhand ist ein arroganter Widerling vom Herrn. Der ist auf einer Liga mit Mickey Mouse an diesem ganzen ich weiß alles besser für alle anderen Menschen. Leute, so. Und deswegen finde ich extrem überbewertet die Rolle, die angeblich dieses, also das, was ich gesehen habe mit 16 Jahren, dass es darum geht, dass Leute, die die gleichen Werte teilen, ja, darum geht es ja letztlich, aber die Werte müssen halt christlich sein. Es gibt auch von ihm Bücher, da reist er durch den Osten, durch den Nahen Osten. Es gibt Bücher, da ist er in Libyen unterwegs und immer wenn er mit dem einen Moslem irgendwie redet, der versucht, ihn zum Islam zu bekehren, kommen halt die schlimmsten Plattitüden, warum er das nicht will. Und ich lese das und denke mir, boah, was bin ich froh, dass ich in Berlin bin. Da führt man so Unterhaltungen hoffentlich seltener. Hoffentlich. Es ist ja so, dass Winnetou im deutschen Herzen einen besonderen Stellenwert hat. Ich habe mal mit einem britischen Kumpel versucht, eine Synchronisation zu gucken auf Englisch, damit er irgendwie auch sehen kann, worum es geht. Die Synchronisation ist in der Hälfte abgebrochen, ist dann wieder zurück auf Deutsch. Also die haben den internationalen Markt gar nicht damit bedient und deswegen, es erklärt sich auch sehr, warum die Filme nicht erfolgreich geworden sind im Ausland. Das kann halt kein Mensch gucken, der nicht Deutsch versteht. Was sehr, sehr bitter ist, weil die Filme sind ja nicht schlechter als andere Filme dieser Zeit und sind ja nicht so Spaghetti-Western mit ich weiß gar nicht, Spaghetti-Western. Ich weiß, man sagt das dazu, aber ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist. Wenn ihr das wisst, ob man Spaghetti-Western sagen sollte oder nicht, lasst mir mal bitte einen Kommentar da. Jedenfalls, die Filme mit Winnetou, die sind ja wirklich so, wie ich sie verstanden habe. Man hat die wunderschöne Karin Dor, die halt irgendwie ihren Vater rächen möchte, weil sie sagt so nicht. Und dann haben wir Dahlia Lavi, die wunderschön ist und sehr deplatziert in ihrer Rolle als weiße Rose oder so ähnlich. Aber wir haben ja wirklich das Who des Who des deutschen Films da einmal versammelt. Dann da oben drauf gewürfelt noch ein paar Leute, die sonst halt keiner kennt. Plus Tarzan, Lex Barker. Und diese Filme
ich trotze ja nur vor meinem Bruder, ich liebe dich und Frauen sind auch nett, mit denen darf man auch reden. Und die Filme sind ja unfassbar wichtig für die deutsche Geschichte im Sinne von Selbstwert wiederentwickeln. Also wenn man sich anschaut, an welchem Punkt Deutschland war, als die Filme rausgekommen sind, war das natürlich was wahnsinnig Besonderes, dass halt auf einmal wieder Deutschland was Internationales hatte und nicht nur irgendwie Hitler-Deutschland und Fußball-Deutschland. Und von daher, der Stellenwert der Filme ist meines Erachtens für die deutsche kulturelle Entwicklung und für ein deutsches Selbstbild deutlich wichtiger als die Bücher. Die Bücher kann man 2021, 2020, kann man nicht mehr lesen. So, ich hab es ja noch mal versucht und ich höre zurzeit öfters mal komplette Hörbücher gelesen, unabridged, wie es so schön heißt, ungekürzt. Das geht nicht. Also das geht halt wirklich überhaupt nicht, wenn da irgendwie Old Shatterhand sagt, was will dieser Bahnbeamter denn schon wissen? Ein Bahnbeamter kann ja nichts. Und ich mir denke, warst du nicht im allerersten Band als Vermesser für die Bahn da? What? Also das Problem ist, dass halt wirklich Karl May seine persönlichen Dilemmata, also sein persönliches Minderwertigkeitsgefühl in die Bücher halt mit reinpackt. Und man merkt halt leider, dass Karl May sich selbst so viel beweisen wollte an so vielen Stellen, dass er so übers Ziel hinausgeht, dass es leider die Sache dahinter verliert. Und das ist sehr, sehr bitter, meines Erachtens. Also ist nicht cool so. Dass Winnetou als Christ stirbt und sein großes Erbe seine Tagebücher sind, in denen er sich quasi zu Jesus bekennt. Und der Glaube der Native Americans oder auch bei Karl May Indianer gegen sie verwendet wird mit haha, die Leichtgläubigen, irgendwas. Ja, Entschuldigung, aber was ist denn jetzt schwieriger zu glauben irgendwie, dass du mit deiner Waffe und all dem, mit dem man dich einmauert, irgendwie im Jenseits landest oder dass du irgendwie Jesus Blut trinkst? Ich finde wirklich, wenn jemand sehr, sehr religiös ist, sich über die Religion jemand anderes so zu erheben, dass man quasi die Rituale der anderen Person oder der komplett anderen Religion über die Person hinausgehend als haha, voll lächerlich irgendwie, die sind so einfältig, irgendwie so diffamiert, das ist halt ein Zeichen, dass man selber mit seiner Religion offensichtlich nicht so sicher ist, wie man es gerne wäre. Weil wenn man sich Sachen sicher ist, wenn man sicher ist in den Dingen, die man glaubt und weiß und hat und liebt und fühlt, dann muss man da gar kein Drama drum machen, dass das, was die anderen haben, ja so viel schlechter ist. Dann lass doch jeden. Wenn du so in Wahrheit zur Liebe stehst zu dem, was du glaubst, dann lass doch das, was du glaubst, einfach mal seinen Gang gehen und für sich selber sprechen. Und deswegen, also ich finde dieser christliche Aspekt bei den Karl-May-Büchern unerträglich an vielen Stellen. Ich finde dieses, oh mein Gott, er war Deutscher, unerträglich an vielen Stellen. Ich finde, dass Winnetou auch als Nicht-Christ sterben darf. Ich meine, cool für Winnetou, dass er sich, nachdem sein weißer Lehrmeister Klicky Petra, der irgendwie auch aus Dresden, glaube ich, geflohen ist vor dem Gefängnis, oder nein, nicht, er war aus dem Gefängnis schon entlassen, dass jedenfalls Klicky Petra ihm den Weg zu Gott gezeigt hat und sein Blutsbruder Old Shatterhand ihm weiter den Weg dorthin geholfen hat, obwohl sie ja gar nicht darüber geredet haben, weil das haben sie ja vermieden, die Gespräche. What? Nee, Alter, nee. Entweder bin ich so ein Christ, dass ich in der Lage bin, mich anzufreunden mit jemandem, der nicht Christ ist, oder ich bin halt gar nicht erst Christ. Aber dieses Missionierungsdingsbums hier überbewertet. Und in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder.